vorgestellt, Tropico 6 mit der zweiten Vorschau und dem zweiten Kapitel Bürger und Politik. Springen wir da rein und schauen uns das an. Mal schauen, wie es so weitergeht. Schicke Bilder sind das ja eigentlich, ne? Hier ist so ein toller Eiffelturm, da hinten ist Cape Canaveral oder so. Da ist die Freiheitsstatue, da längens ein Kraftwerk und irgendwelche anderen Tore und Sachen sind hier auch noch zu sehen, ne? Inseln mit Brücken verbunden, Ladebalken unten rechts. So, wir müssen alle bei Laune halten, schließen Sie alle Tutorial-Aufgaben. Okay, dann legen wir mal los. Haben Sie die Hütten verstanden, diese tropische Paris, abgesehen von schäbigen Ausgehen, sorgt das Wohnen bei den Mietern nicht gerade für Zufriedenheit und fast zu einigen Mieteinnahmen. Tropikaner bauen sich von allein, wenn sie die nächsten Wohngebäude mit freistehenden Wohnungen zu weit vom Arbeitsplatz entfernt sind. Wo auch immer man eine Hütte sieht, sieht man Leute, die lieber in einem richtigen Wohngebäude am selben Ort wohnen würden. Also Baracke bauen sie neben den Fischereihäfen auf der Vulkaninsel zwei Baracken. Man kann einfach andere Gebäude über Hütten bauen, dabei werden keine Bürger verletzt. Okay. So, jetzt sollen wir hier unten bauen. Da oben Gebäude und dann eine Baracke. Und dann soll die Baracke hier irgendwo hin. Und diesmal haben wir nur ein Gebiet, wo ungefähr gesagt wird, dass das hin soll. Und dann nochmal Baumenü und nochmal eine Baracke. Okay, das kann man nicht so machen, sondern nur so. Ja, weiß ich nicht. Ich baue es jetzt einfach daneben, oder? So, jetzt müssen die Baracken gebaut werden. Wenn die da die Rohstoffe hingebracht haben, dann geht's dann weiter, ne, oder? Zack, zack. So, der erste Baukran dreht sich. Es geht hoch. Die erste Baracke ist fertig. Der zweite passiert noch nichts. Kommt kein Wagen, keine Rohstoffe. Irgendwie passt was nicht, oder? Aber ist alles das, was ich machen soll, oder? Jetzt wird das Schiff entladen. Und da kommt auch ein LKW, der jetzt wieder was bringt. Oder wie sehe ich das? Nee, nicht wirklich. Ja. Sehr interessant. Ja, jetzt kommt ein LKW, der da was hingebracht hat, oder? Ja, jetzt geht es wieder weiter. Dann machen wir jetzt wieder einfach. Weil es jetzt gleich im Tutorial auch weitergeht, ne? Genau. Gerüst wird abgebaut. Weiterer einschränkender Faktor für Ihre Bürger ist Ihr Wohlstand. Diese legt fest, was Sie sich leisten können und was nicht. Sowohl Wohn- als auch Dienstleistungsgebäude setzen einen Mindestwohlstand voraus. Der Wohlstand, mittellos, arm, gut situiert, reich, stinkreich, setzt sich aus dem kombinierten Einkommen eines Paares und der Anzahl der Kinder zusammen. Wählen Sie einen Bürger aus, der in einem der Fischereihäfen arbeitet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bürger auszubilden, um ihnen Wohlstand anzusehen. Okay. Jetzt müssen wir mal irgendwo einen Bürger auswählen. Also hier soll es sein. Also da und dann da. Okay, arm ist der. Okay, haben wir abgeschlossen. Jetzt kommt da ein Pfeil, dass da irgendwas passieren soll, oder wie? Ich denke mal, das können wir zumachen. Bürger suchen immer nach Jobs und versuchen ein Zuhause so nah wie möglich an ihrem Arbeitsplatz zu finden, aber das sind nur zwei von acht Aspekten, bei denen sie nach Befriedigung streben. Insgesamt bestimmt diese acht Aspekte die Gesamtzufriedenheit, die mit der Zufriedenheit von Rest der Kribbel verglichen wird. Dieses Feld beeinflusst Entscheidungen wie Auswanderung, Anschließen von Rebellen oder Folgsamkeit des Bürgers, wenn diese zufrieden ist. Öffnen Sie das Infofeld eines Fischers und überprüfen Sie den Reiter Zufriedenheit. Okay, dann ist das hier der Fischereihafen. Ja, gucken wir da. Okay. Zufriedenheit. Gesamtzufriedenheit. Okay, die ist nicht so ganz so prickelnd, aber insgesamt ist ja erstmal was Positives. Zustimmung. Die Zufriedenheitsaspekte werden regelmäßig aktiviert, wenn ein Bürger die Bedürfnisse nach Spaß hat. Dann wird der Bürger versuchen, ein Gebäude in der Nähe zu finden, das er sich leisten kann und das eine hohe Menge an Zufriedenheit pro Besuch bietet. Enttäuschung verringert den Zufriedenheitswert. Sicherheit und Freiheit unterscheiden sich davon, weil sie aktualisiert werden, wenn der Bürger Zeit zu Hause verbringt. Falls der Zufriedenheitswert einer Person zu weit sinkt, kann das ernsthafte Konsequenzen für ihre Bürger haben. Sie können kriminell werden, den Rebellen beitreten oder sogar sterben, wenn die Nahrungszufriedenheit auf Null fällt.
Der Fischer, den Sie gerade ausgewählt haben, könnte etwas Unterhaltung gebrauchen. Bauen wir also ein Gebäude, das Unterhaltung bietet. Besitzen Sie den Gebäude des Typs Taverne 01, bauen Sie auf der Vulkaninsel eine Taverne. Okay, dann bauen wir hier die Taverne. Da ist Unterhaltung und da ist die Taverne. Und jetzt sollen wir die Taverne hier irgendwo hinbauen. Da wird auch schon angezeigt, wo. Aber das ist, glaube ich, immer ungefähr die Mitte von dem Dingens hier. Sag schon. Also der Fischer, der kommt ja von da. Dann würde ich den jetzt mal da hinbauen, ne? Wenn der fertig ist mit Fischen, kommt er hier vorbei und dann tut er sich da erstmal eintrinken, oder? LKWs kommen und bringen schon Rohstoffe. Wir können aber gerade mal schnell machen, damit er schneller vorangeht, oder? Baukran gibt es diesmal nicht. Aber da ist schon erledigt. Jetzt, die Taverne erbaut wurde, wird sobald Arbeiter anziehen und schließlich werden auch die Fischer von zuvor. Auch die Fischer von zuvor kommen, um ihre Platzzufriedenheit zu erhöhen. Aber im Herrschen geht es weniger um die Beachtung der Bedürfnisse des Einzelnen als um das Wohl des gesamten Volkes. Statistiken, Demografien und Durchschnittswerte sind ihre Freunde und teilen das Almanach. Teile des Almanachs. Sehen wir uns an, wie es die Statistik über Spaßzufriedenheit aussagt. Öffnen Sie den Almanach, überprüfen Sie die Spaßzufriedenheit im Reiter Zufriedenheit. Okay, da unten der Almanach. Zufriedenheit gibt es hier. Und das ist der Spaß mit 27. Und der geht gerade runter. Auftrag abgeschlossen. Okay, haben wir schon 5 von 7. Wie Sie im Almanach sehen konnten, hat nicht nur der einzelne Fischer wenig Spaß, die durchschnittliche Spaßzufriedenheit des Volkes ist ziemlich niedrig. Um herauszufinden, wo genau Spaß fehlt und wo man Gebäude bauen muss, um für Spaß zu sorgen, können Sie das Spaßabdeckungsinfo-Raster aufrufen. Sie kennen es bereits durch den Bau der Feldherren, aber Sie können es auch vorher untersuchen, um Wohngebiete mit wenig Spaß zu identifizieren. Hinweis: Aktivieren Sie die Archipel. Ansicht, wenn Sie das Infofenster verwenden, um einen besseren Überblick zu erhalten. Öffnen Sie das Spaßabdeckungsinfo-Raster und überprüfen Sie alle drei Inseln. Okay, das Raster Spaßabdeckung gibt es da. Und haben wir schon abgeschlossen. Diese Insel hat in diesem Bereich Spaß und hier Spaß, aber da und da und da und dort und hier eher weniger. Gut. Die Abbildung verrät Ihnen, welche Wohngebäude sich nahe genug an Unterhaltungsgebäuden finden. Das scheint auf allen drei Inseln in Ordnung zu sein. Die Wasserfallinsel hat nur ein Opernhaus, das Spaß bietet, aber die meisten Einwohner dort können sich einen Besuch nicht leisten. Nutzen Sie Qualitätsinforaster, es zeigt Ihnen die durchschnittlich erhaltene Zufriedenheit der Mieter an, als Sie das letzte Mal Spaß haben wollten. Rot bedeutet, dass die Mieter unzufrieden sind. Das liegt entweder daran, dass sie sich einen Besuch der nahegelegenen Gebäude nicht leisten können, dass die Gebäude zu weit entfernt sind oder dass die Gebäude durch die hohe Anzahl von potenziellen Besuchern überlastet sind. Öffnen Sie Spaßqualitätsfenster in Spaßqualitätsinforaster. Bauen Sie auf dem Wasserfallinsel eine Taverne, bauen Sie auf der Zentralinsel eine Taverne. Okay, machen wir da. Spaßqualität. Muss das jetzt nicht angezeigt werden? Bau, Taverne. Ja, dann. War nicht Mausrad reinzoomen? Zoom, Steuerung, Control, dann alles klar, haben wir es so geschafft noch. Gut, dann sollen wir das hier irgendwo hinbauen. Machen wir die Taverne doch hier an dieser Straße, ist ja auch nicht so weit weg. Aufgaben abgeschlossen. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal. Noch eine Taverne bauen auf der Wasserfallinsel. Die müsste ja dann hier sein, oder? Da hinten haben wir ja schon gebaut, ne? Irgendwas passt hier nicht. Ist ja rot. Kann ich nicht bauen oder was? Es kommt auch kein Pfeil, ne? Alle abschließen. Bauen Sie auf dem Wasserfall eine Taverne, bauen Sie auf der Zentralinsel eine. Also auf der Zentralinsel haben wir ja noch nicht.
Wo hapert's denn jetzt gerade dran? Nicht innerhalb des vorgesehenen Gebietes, alles klar. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht, wo das vorgesehene Gebiet ist, ne? Mach nochmal. Hier auch nicht, da auch nicht. Okay, das heißt, ich gehe davon aus, dass wir erst warten müssen, bis diese Taverne gebaut ist, dass wir die nächste bauen können. Ja, dann mal los. Kam da jetzt ein LKW und hat Rohstoffe gebracht? Ich weiß es nicht. Gebäude im Bau. Bau abbrechen oder hohe Priorität? Tja, passiert da was oder passiert da nichts? Das ist die Frage. Wahrscheinlich haben die ja kein Baumaterial hier. Da kommen jetzt zwei Wagen, die da was hinbringen und jetzt geht's dann voran, ne? Dachte ich. Ah, da oben sehe ich auch, wie weit der Baufortschritt hier ist. Am Balken war da gerade. So, jetzt müssen wir nämlich das zweite auf der Hauptinsel bauen. Das ist sehr tutoriell angebunden. Ja, komm, hier, Hafentaverne, ne? Zack, einfach dahin und ist gut. Schneller. So, wenn ich das jetzt hier anklicke, sehe ich hier diesen Balken, der da langsam sich jetzt füllt. Der ist fürs Bauen zuständig. Und fertig. Aha. Denkt einfach daran, im Almanach nachzusehen, wie zufrieden alle sind. Außerdem könnt ihr das Budget von Gebäuden verringern, um ihre Nutzung für das Volk zu vergünstigen oder das Budget erhöhen, damit die Arbeiter so schöne Dinge leisten können. Okay. Nun kommen wir zum verstörenden Teil eurer Arbeit. Nicht jedem ist klar, welch großartige Arbeit ihr leistet. Verrückt, was? Die Leute denken immer, sie wissen es am besten. Manchmal müsst ihr politisch handeln, um was bedeutet, Interessengemeinschaften als Reich zu bestechen, um belanglose Wahlen zu gewinnen. Es gibt viel zu lernen. Okay, dann legen wir mal los. In der vorherigen Lektion haben sie die Gesamtzufriedenheit ihrer Bürger erfahren. Sie nähern eher Zustimmung zu ihnen als ihren Anführer. Die sind jedoch hauptsächlich durch ihre politischen Ansichten bestimmt. Der einzelne Bürger wird im Laufe der Zeit seine Ansicht auf einige politische Fraktionen in Tropico ausrichten. Es gibt verschiedene Stufen der Treue zu einer Fraktion. Moderat, stark, fanatisch. Diese Stufen bestimmen, wie stark die Fraktionen die Bürger beeinflussen. Statt sich nach einer Fraktion zu orientieren, kann ein Tropikaner auch zu bestimmten Themen gleichgültig bleiben. Öffnen Sie das Anfeld eines Bürgers und prüfen Sie diese politischen Ansichten. Ja, dann gucken wir mal, ist das der, nee, das ist nicht der Hafen, das ist hier unten irgendwo, wo wollen wir hin oder wo sollen wir hin? Ach so, ich muss hier draufklicken und nirgendwo hin, alles klar. Gut, Kapitalisten. Moderate Kapitalisten. Und dann nehmen wir ihn hier. Hauen Sie ab, sagt er. Na, voll cool, Zustimmung. Kapitalisten, moderat. Haben wir es geschafft schon. Gut, öffnen Sie immer nach und prüfen Sie eine Reiterpolitik. Wieder mal entsinnt sich, dass Sie nicht wieder sein zu sehen. Im Almanach erfährt man, wie viele Bürger eine Fraktion unterstützen. Und was noch viel wichtiger ist, Sie erfahren, welche Ruf Sie und die Regierung bei den einzelnen Fraktionen haben. Der Ruf bei einer Fraktion wird an dieser Fraktion orientierten Bürger weitergegeben. Und wenn Ihr Ruf zu niedrig wird, kann eine Fraktion eine Eskalation auslösen, in der Sie Ihr einziger Mittel und Ihren Einfluss nutzen. Aha. Gut, schauen wir mal nach in dem Almanach. Wieder in die Politik. Kapitalisten sind 89, Kommunisten sind 86, Religiöse sind 85 und Militaristen sind 94. Ruf bei Kapitalisten ist 47. Richtige Werte sind 65, 100% Unterstützung. Okay. Taverne minus 1. Sie sollten versuchen, bei allen Fraktionen einen guten Ruf zu haben. Die Fraktionen haben Meinungen zu vielen
der Entscheidungen, die sie treffen werden, zum Beispiel den Bau oder Abriss von bestimmten Gebäuden. All diese Fraktionen werden im Almanach im Politikreiter aufgelistet, sobald sie in der Kraft getreten sind. Darüber hinaus werden sie ab und zu mit bestimmten Aufgaben, die Forderungen genannt werden, direkt an sie herantreten. Sie müssen diese nicht akzeptieren, wenn ihr Ziel nicht mit ihren Visionen für Tropik übereinstimmen. Wenn sie abgeschlossen werden, wird der Ruf deutlich erhöht, während keine Reaktion oder die Ablehnung einer Forderung den Ruf verschlechtern wird. Sie können die Fraktionsforderung annehmen, abschließen oder sie ablehnen. Es ist offensichtlich, dass militärische Ausgaben Vorrang haben müssen. Nahrung und Belichtung sind trotz allem Luxus und gut genährte, bebildete Bürger sind genau das, was der Feind will. Besitzen sie ein Gebäude des Typs Schutzturm. Forderung rechtzeitig annehmen, 180 Tage, Belohnung plus 5 Ruf auf Militaristen, konsequent führt zu später Annahme, minus 5 bei Militaristen. Gut, haben wir gemacht. Gehen wir da oben und dann auf Schutzturm. Und wo sollen wir den jetzt hinbauen? Achso, Steuerung drücken, dann können wir rauszoomen. Also ich weiß nicht, wo ich ihn hinsetzen soll. Aber ich setze ihn einfach mal dahin. Und schon wieder ein Gebäude gebaut, wo wir warten, bis es fertig wird. Gebäude in Bau, da kommt ein Auto mit Ladung für den Schutzturm. Und jetzt wird's gebaut. Schneller Bau. So, okay, und dann sind wir damit fertig. Wer ist der Verteidigungspräsident? Das hat nichts mit ihrer Führung zu tun und auch nicht mit meiner. Unsere Armee hat einfach noch offensiv genug, um in die Offensive zu gehen. Besitzen sie ein Gebäude des Typ Schutzturm, Hamba. Ruf hat sich erledigt. Aufgabe abgeschlossen. Manchmal stellen zwei Fraktionen zur gleichen Zeit Forderungen, was sie dazu zwingt, sich für eine Seite zu entscheiden. Selbst dann, wenn beides dergleichen fordern. In dieser Situation werden sie bei der zurückgewiesenen Fraktion immer an Ruf einbüßen. Wenn sie beide Forderungen ablehnen, werden sie beide verärgern. Nachdem sie ihre Entscheidung getroffen haben, wird die Doppelforderung zu einer regulären Forderung. Nehmen sie die Forderung der Kommunisten an oder nehmen sie die Forderung der Religiösen an? Prüfen sie ihren aktuellen Ruf und den Unterstützer beider Fraktionen im Almanach, bevor sie eine Entscheidung fällen. Ja. Das ist jetzt mal die Aufgabe. Sich um ihre tropikanischen Genossen kümmern und erobern sie ihre Herzen und Seelen. Sie können sie aber nicht behalten, okay? Wenn wir schon von Seelen sprechen, El Presidente will mir doch sicher in den Himmel folgen, anstatt zu diesem anderen Ort zu fahren. Der gute Hirte behütet seine Schafe, oder nicht? Also 180 Tage Zeit haben wir, Belohnung, 2 Ruf bei Kommunisten, 2 Ruf bei Religiösen. Konsequenz für zu späte Annahme, abgelaufen, minus Ruf bei Kommunisten, minus Ruf bei Religiösen. Höckerbauern, 5 Ruf bei. Ja, jetzt müssen wir das gucken, ne? Wollen wir das im Almanach und dann hier oben? Die Religiösen haben 91, die Kapitalisten 95. Kann ich hier irgendwo die. Militaristen haben jetzt 99, 91, 95, okay. So, da komme ich. Ach so, hier ist er. Kommunisten, also ist egal welchen ich nehme, sie sind beide mit 91 da. Baracke habe ich schon gebaut, ich will jetzt mal die Kapelle bauen. Dann mache ich mir Gedanken über die beerdigte Präsidentin. Es könnte wohl eine Zeit dauern, all ihre Sünden aufzuzählen. Sie können auch auf Nummer sicher gehen und ein paar gute Taten vollbringen, wo sie schon dabei sind. Selbst wenn sie es nicht schaffen, ihnen einen Direktflug in den Himmel zu ermöglichen, können wir vielleicht ihre Zwischenlandung am Fegefeuer verkürzen. Kapelle bauen. Zwei rufbar religiöse. So. Wenn der Ruf bei einer Fraktion zu niedrig wird, wird sie ein Ultimatum stellen oder eine ausstehende Forderung in ein Ultimatum verwandeln. Ultimatum
sind zeitlich festgelegte Forderungen und die letzte Chance, die Fraktion davon abzuhalten, eine Eskalation zu beginnen. Einer Eskalation kann nichts abgewonnen werden, also ist es immer die bessere Wahl, dem Ultimatum nachzukommen. Schließen Sie Ihr Ultimatum ab. Nachbarn einschüchtern. Muss ich jetzt nicht anhören, die Aufgaben. Ja. Mir ist sicherlich klar, dass wenn Sie sich mit der Armee verscherzen, lassen Sie mich nicht in eine Junta sitzen, Präsident. Ich will kein Politiker sein. Schließen Sie den Überfall Nachbarn einschüchtern ab. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Kommandogarnison. Forderung rechtzeitig abschließen. Belohnung kann ausgewählt werden. $5.000 plus 5 Ruf bei militärisch politischer Konsequenz. Ungefähr die Hälfte aller Bürger, die in der Militärgebäude arbeiten, mit Ausnahme der Postgarde, bewaffnen sich und greifen den Palast an. Was muss ich jetzt machen? Das da erfüllen? Oder hier? Ne, verwerfen will ich das lieber nicht, ne? Okay, das wissen wir jetzt, aber wir müssen jetzt erstmal die Kapelle kurz bauen. Da weiß ich nicht, da ist Dienstleistung, da ist auch ein Kreuz dran. Die Kapelle ist hier. Und ich setze hier einfach mal hier so hin. So, Nachbarn einschüchtern. Wo finde ich denn jetzt den schließenden Überfall Nachbarn einschüchtern ab? Ich muss jetzt erst noch das Gebäude Kommandogarnison bauen. Kommandogarnison. Zack, auch erledigt. Schließen Sie den Überfall Nachbarn einschüchtern ab, aber ich weiß nicht, wo ich den abschließe oder wo es das gibt. Politik. Also da war es nicht. Hier gibt es auch noch ganz viel. Ah, da gibt es das. Also ich brauche die Kommandogarnison, damit ich es erst überhaupt machen kann. Alles klar, dann wissen wir da schon mal Bescheid und die Kapelle muss auch noch fertig werden. Dann drehen wir mal schnell vor, damit es noch was wird. Kapelle baut sich schon mal auf. Kapelle ist fertig. Ultimatum Dingens Aufgabe abgeschlossen. Ja. Ich wusste, dass Sie das Richtige tun würden. Irgendwann. Und für einen Preis. Na dann. Den Ruf haben wir dann bei den Reglösen positiv erhöht. Ach so, er ist schon hier. Warte mal, dann machen wir hier aber mal langsamer. Kommandogarnison. Aha, und dann können wir jetzt hier das machen. Glaube ich jedenfalls. Ich habe nur 144 Überpunkte, brauche aber 1856. Wie komme ich denn an diese Punkte? Ich hoffe, das sagt man mir jetzt. Nö, wieder nicht. Ja, das ist jetzt die Frage, wie das geht, ne? Ach, das wächst irgendwie permanent oder sowas. 198. Wenn ich das jetzt schließe und mal hier warte, bis der Balken zum Beispiel durchgelaufen ist. Ich
Jetzt ist er durchgelaufen. Jetzt gucken wir wieder rein. Und dann haben wir schon 318. Okay. 1682. Ach so, das läuft permanent, oder was? Ja, wer es weiß, ne? Warten wir es ab. Wir brauchen noch 1600. Ach so, wir haben da oben den Zähler. Okay, verstehe ich jetzt. Also, das bedeutet, wir machen mal hier schneller, weil anders geht das ja gar nicht, ne? Okay. Noch 1100 oder 1200 rundweg. Da müssen wir noch ein paar Tage warten, ne? Und die Überfallpunkte 800 noch. Okay. Kriegen wir auch noch hin, ne? Noch 140, das heißt, das haben wir gleich geschafft. 38. So, jetzt nochmal da rein und dann müsste das ja schon gefunden, stattgefunden haben. Okay. So. Den habe ich doch gerade eben abge. Nee, verwerfen würde ich das ja nicht. Was passiert denn? Warum ist denn da jetzt nichts passiert oder? Ja, Kommandogarnison waren wir gerade und das haben wir hier gemacht. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer. Sind wieder so viele Punkte. Ja, weiß ich nicht, ne? Also kann man ja zigmal machen. Aber ich habe jetzt keine Idee, wie ich das mit den Nachbarn einschüchtern vorantreibe. Ich weiß nicht, was er jetzt noch haben will. Schließen Sie den Überfall Nachbarn einschüchtern ab. Ich habe das doch gerade eben gemacht, oder? Habe ich da was verpasst? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Wir machen mal wieder Gas und hoffen, dass da irgendwie noch was kommt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Oder fahren da irgendwelche Boote jetzt durch die Gegend und die fahren zu Nachbarn und dann, ja, keine Ahnung, ne? Schwierig. Schließen Sie das Ultimatum ab, ja? Sind jetzt Schiffe angelegt? Überfallpunkte nötig. Ach, da läuft's. Hier sehe ich's. Kommandotruppeln sammeln sich. Okay, alles klar. Dann würde ich das mal abbrechen. Okay, dann müssen das einfach. Ah, läuft ja schon. Auf Hochtouren.
Okay, das erste ist jetzt durch. Jetzt kommt der zweite Punkt. Kommandotruppen reisen ab. Sieht man das hier irgendwo? Kann sein, kann auch nicht sein. Vielleicht waren sie das, vielleicht waren sie es auch nicht. Aha, Mission wird durchgeführt. Ja, sollte dann funktionieren, ne? Mission wird durchgeführt. Okay, noch nicht fertig. Noch nicht fertig. Noch nicht fertig. Rebellendrohung niedrig. Mission wird durchgeführt. Ach so, das dauert ja länger. Hier sieht man das ja. Okay, aber wir sind schon auf höchster Stufe und müssen warten. Warte, geht der Balken auch, während ich da drauf bin, weiter? Ja, die Zeit steht in dem Moment, alles klar. Dann müssen wir es weiterlaufen lassen in dieser Art und Weise. Ja. Januar 1917. Wir sind noch nicht bei 50%. Schneller geht leider nicht. Ach so, Archipelansicht kann ich auch so aufrufen, klar. El Presidente auswählen? Ne, wollen wir nicht machen. Wir wollen jetzt gucken, dass wir hier erstmal das Ziel erreichen. Und das dauert aber relativ lange, ne? Die sabotieren jetzt da alles, ne? Müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Okay, irgendwie so zwei Drittel haben wir. So ein bisschen brauchen wir noch. Die Schiffe legen hier oben immer an. Keine Bedrohung haben wir von unseren Rebellen. Das ist doch schon mal gut. Alle sind zufrieden. Läuft auch noch. Das ist gleich auch schon durch. Irgendwie noch 15% oder sowas vielleicht. Was ist das da? Ah, jetzt 10% oder so. Nächster Tag kann kommen. Ja, ist ja ein Monat. So, nicht mehr lange, dann haben wir das auch abgeschlossen. So, Nachbarn sind eingeschüchtert. Und jetzt kommen die Truppen zurück. Ist die Frage, wo sie sind und von wo sie zurückkommen. Aha. Aha. Gemeinsam können wir es schaffen. Zahlenmäßige Überlegenheit ist immer der Schlüssel zur Kriegsführung. Sollen wir die Leistung vervielfachen, um zu zahlen und zu herrschen, bevor es T-0 ist? Schließen Sie den Überfall Nachbarn ernsthaft ab. Haben wir gemacht. Besitzen Sie über das Stimmen haben wir auch. 5000 Dollar oder Ruf bei Militaristen. Da wir Geld genug haben, tendiere ich zu dem Ruf. Bürger, ja, bestimmt abhängig von Ruf einer entsprechenden Fraktion, wie sehr eine Person ihre Regierung einstimmt, zusammen mit der Zufriedenheit der Person bestimmt das ihre Zustimmung. Je nachdem, wie hoch die Zustimmung ausfällt, wird der Bürger entweder für oder gegen sie ein oder sich im Wahltag entscheiden. Der Prozentsatz im Wahlrecht den Bürgern, die für sie stimmen werden, wird Unterstützung genannt. Sie können genaue Informationen über ihre Unterstützung im Almanach finden. Öffnen Sie Almanach und prüfen Sie die Unterstützung im Reiter Politik. Ja, da haben wir das. Und dann sehen wir hier unten, dass wir 18% Unentschlossene haben und Opposition 4. Sorry. So, können wir schließen. Alle 10 Jahre wird das Volk um Wahlen bitten. Wenn sie verlieren, ist auch das Spiel verloren. Wenn ihre Unterstützung also sehr niedrig ist, können sie als kurzfristige Option keine Wahlen erlauben. Das beeinflusst allerdings ihre Wähler auf persönlicher Ebene und lässt ihre Zustimmung für eine Weile noch weiter sinken. Das Gute ist, dass sie sich entscheiden können, eine Wahlrede zu halten, um einige Wähler unterschiedlichen rhetorischen Kniffen, die auf die aktuelle politische zugeschnitten sind, zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Halten Sie eine Wahlrede. Sie aktuelle Unterstützung wird dauerhaft oben auf dem Bildschirm neben der Staatskasse und ihrer Bevölkerung angezeigt. Also hier. Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsidente. Es hat den
Sollten wir ihnen geben, wonach sie verlangen, oder sie dazu bringen, dieselbe wie ihr zu wollen. Ich will immer, was ihr wollt, und ihr wollt immer, was ihr wollt. Sollt sie denn nicht auch wollen, was ihr wollt? Ich werde eine großartige Rede halten. Präsident, es ist Zeit für Ihre Wahlrede. Das ist eine gute Gelegenheit, um unentschlossene Wähler auf Ihre Seite zu ziehen. Bitte wählen Sie den Höhepunkt Ihrer Rede aus. Probleme anerkennen. Jetzt, ja, so ganz weiß ich jetzt nicht. Hier Verbesserung sprechen in Gesundheitsversorgung und Glaubenszufriedenheit. Ach so, das ist schon zu hoch für ein Versprechen. Kommen wir zur Wohnungszufriedenheit, versprechen wir. Ach so, was ist die 29 dann dahinter? Ach so, das ist die Unzufriedenheit, also 29%. Ja, dann machen wir das doch, oder? Geht nicht. Probleme anerkennen? Geht nicht. Was muss ich tun, damit das funktioniert? Also das mache ich da. Ach so, ich muss bei jedem was machen, ne? Ach so, Supermacht beschuldigen. Alliierte. Versprechen Wohnungszufriedenheit. Ach so, haben wir schon gemacht. Das heißt, jetzt können wir die Rede halten. Also Anerkennung, Arbeitszufriedenheit. Militaristen soll man das, Nahrungszufriedenheit. Nahrungszufriedenheit trägt während einer Wahl nicht zur Zustimmung der Wähler bei. Glaubenswille trägt während einer Wahl nicht zur Zustimmung der Wähler bei. Nicht? Steht immer nicht. Warum steht er immer nicht? Sicherheit zu verhindern trägt während einer Wahl. Also Glaubenszufriedenheit. Die sind ja sowieso zufrieden, dann machen wir das doch so, oder? Loben Sie Militaristen, um Ihren Ruf vor Beginn zu verbessern. Ja, das ist ja ein schlechter Ruf. Alliierte für Zustimmung der Wahl beschuldigen, aber die Beziehung zur Supermacht verschlechtern. Und unentschlossene Wähler, die im Unzufrieden mit Wohnungszufriedenheit sind, wählen L-Präsidente. Ach, Spaßzufriedenheit ist sogar noch mehr gesunken. Aber Wohnung ist jetzt besser zu machen, denke ich mal. Kann ich hier nochmal Spaßzufriedenheit machen? Ja, kann ich da auch noch. Dann machen wir das doch. Nee, Gesundheit. Das muss. Ich glaube, ich muss da das Ruhe nehmen. Aber wir reden einfach die. Wir halten einfach die Rede. Prozent. Und wann kommt die Rede? Gute Frage, ne? Wahltag in 21 Monaten. Ah, da geht's los. Braucht Orte, um zu gehen,
zu beichten und ein kurzes Nickerchen zu machen. Gott ist überall. Vom Gebet unter freiem Himmel ist während der Orkansaison jedoch abzuraten. Und während wir aufblühen, stehen unsere Bemühungen unter dem Schutz der tapferen Armee, Tropikus. Unsere kämpfenden Männer und Frauen kennen keine Gnade. Und unsere Soldaten auch nicht. Natürlich haben wir auch Feinde. Diese sogenannten Alliierten führen schon durch ihren Namen in die Irre. Ihre Propaganda ist fortschrittlich, aber uns werden sie nicht täuschen. Auf was könnt ihr euch in den kommenden Jahren freuen? Bessere Boden, schrägere Dächer, geradere Wände, durchsichtigere Fenster. Tropikus Haus von morgen soll allen Maßnehmen genügen. Aha, super. Also wir haben jetzt hier so 13% gut gemacht, würde ich sagen, ne? Aha, da können wir noch ein bisschen dann mit dem Geld spielen, damit das dann alles so klappt. Ja, die nächste Wahl sollen wir gewinnen. Nächste Wahl gewinnen. Steht da noch irgendwas? Nein, da steht nur nächste Wahl gewinnen. Gut, das heißt, wir müssen mal gucken. Ne, da war falsch, da ist richtig. Wir müssen hier gucken und da müssen wir gucken, dass wir den Leuten, ach, das sieht ja hier ganz gut eigentlich aus, ne, oder? So, das sind die Anzahl der Leute und hier ist die Happiness, da habe ich eben irgendwie was falsch gelesen, kann das sein? Militaristen müssen wir noch was machen. Tja, was machen wir denn da? Militär ist ausgemacht. Lass uns doch mal eine Kaserne bauen, vielleicht bringt das was. Ach, ich muss die Steuerungstaste dabei drücken, damit ich rauszoomen kann, ne? Drehen wir die Karte ein bisschen noch hier rum. Die Garnison hatten wir da, vielleicht bringt das uns weiter. Mal schauen, weiß ich aber nicht. Zack. Und dann... Wie viel Prozent hatten wir da? 27 positive Gesichter. Das läuft ja schon mal. Zwölf Monate noch. Dann sollten wir noch gerade was ein bisschen bauen hier. Häuser. Hatten wir ja schon versprochen. Auf der Insel haben wir schon mal eine. Ach so, wir müssen das wieder anklicken, damit das geht. Guck mal, hier sind die Baracken, ne? Oder die Blechhütten oder sowas. Dann bauen wir doch daneben nochmal sowas hin. So, das war die zweite Insel. Jetzt ist auf der hier noch was zu machen. Zack. Noch eine Baracke. Okay, da kann man das auch so schräg bauen. Das ist ja doof, aber bauen wir da hin. Und dann können wir auch eine Straße bauen. Wo geht das? Da. Dann machen wir die einfach ein bisschen länger, oder? Aber das geht nicht dann, oder was? Okay, dann machen wir das mal so. Ach, so geht's nicht, aber einen Kreis hier so bauen, das würde gehen. Interessant. Ja, lass erstmal gut sein, oder? Und dann muss da irgendwie doch noch eine Straße dran. Ne? Dann machen wir das so. Weil dann geht's.
Ach, hier ist die Wasserfallinsel. Alles klar, da sehen wir auch den Wasserfall. Naja, der sieht jetzt nicht so prickelnd aus, ne? Aber naja. Gut, wie sind wir denn hier bei... Von 88 sind wir schon auf 86 runter. Das ist jetzt nicht so gut, ne? Wie sieht's denn hier aus? Ah, ist auf 30 gestiegen. Religiöse. Die Kapelle ist ja hier, ne? Oh. Nee, das brauchen wir nicht manipulieren. Ich glaube, das läuft schon hier. 87% ist doch schon gut, oder? 4 Monate haben wir noch. Vielleicht wird die eine oder andere Baracke jetzt noch fertig. Da ist sie schon fertig, glaube. Können ja noch mal gucken, dass wir noch was bauen. Zack, noch eine Baracke. Alles läuft. Dann können wir noch was mit Spaß machen hier. Unterhaltung. Komm, auf der Hauptinsel machen wir noch hier einen Zirkus hin, oder? Sorry. Geht. 87%. Wahltag ist bald und wir haben ja leider nichts hingekriegt. Okay, haben wir geschafft. Ah, reiche Bürger, Verfassung von Tropico. Sehr interessant. Militär ist Miliz, Ökologie, Wirtschaftssondergenehmigung, Gewaltenteilung, offizielle Teilung, Persönlichkeit. Ach, so sieht das aus. Kirche und Staat ist Forschung nötig, Arbeitsmarktpolitik ist Forschung, wird freigeschaltet in Kalter Krieg. Okay, aha. Ich weiß nicht, was wir hier machen müssen. Änderung bestätigen. Und so reicht's, oder was? Wahlrecht, alle Bürger, reiche Bürger. Verfassung kann noch nicht aufgehoben werden. Jetzt haben wir das gerade abgestimmt, oder was? Forschung nötig, okay. Aha. So, dann ist das Kapitel durch. Dann gehen wir mal zurück ins Hauptmenü und gucken uns das dann an. Und wir haben eine Dreiviertelstunde jetzt ungefähr dafür gebraucht. Und dann können wir im neuen Spiel das nächste Tutorial, also in der nächsten Runde, die Staatsführung machen. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, soll es bis hierhin reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen und auch gerne dieses Video auf anderen Kanälen teilen. Dann kriegen andere Leute mit, wie schön Tropico 6 doch wirklich ist. Die Musik finde ich total genial. Alles klar, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.